Die ersten 10 Minuten sind wir super ins Spiel gekommen, haben gleich das frühe 1:0 gemacht und haben dann einfach den Faden verloren und ja, leider ausgeschieden. Ich fand eigentlich, die erste Hälfte hatte Deutschland das Spiel komplett unter Kontrolle. Hat auch Dänemark überhaupt keine Möglichkeiten. Ja, ich habe eben gesagt, dass wir dann nach und nach ein bisschen den Faden verloren haben durch einfache Fehler, die Dänen stark gemacht haben. Die haben dann immer mehr und mehr Konter gefahren und ja, dann haben wir 2 Tore gefangen und haben es am Ende nicht mehr geschafft, ja, ein Tor zu unseren Gunsten zu erzielen. Was wurde eigentlich wegen der Halbzeit gesagt, dass man weitermachen sollte oder wie man weitermachen sollte? Wir waren 1:0 in Führung und die klare Botschaft war, dass wir weitermachen sollen, weiter aggressiv die Zweikämpfe führen sollen und alles geben sollen, damit wir ins Halbfinale kommen. Und ich denke, jeder hat versucht, sein Bestes zu geben, aber ja, uns ist es nicht gelungen, ja, auch in der zweiten Halbzeit dann noch so viel Druck auszuüben, dass es für ein Tor gereicht hätte. Dänemark hat sehr gut nach vorne gespielt am Ende und ja, Glückwunsch an Dänemark und wir müssen daraus lernen. Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß, aber am Ende, ihr habt ja alles versucht, was möglich war. Ihr Torhüter ist noch mitgegangen, es hat leider nicht geklappt. Ja, wir haben versucht, am Ende alles nach vorne zu schmeißen. Ich denke, wenn man 2-1 hinten ist und nur noch 7 Minuten zu spielen sind, ja, haben wir einfach versucht, auf dem Ausgleich zu spielen, damit wir es in die Verlängerung schaffen. Aber ja, hat leider nicht geklappt und ja, was soll ich sagen? Nein.